Der Herbert Award 2009 fand diesjährig zum dritten Mal statt. Prominente Persönlichkeiten aus Sport und Medien zelebrierten den Medienpreis im Grand Élysée. Herr Kenner, welche Bedeutung hat der Herbert Award? Ich finde das eine schöne Auszeichnung, weil Sportlerinnen und Sportler da aufgerufen sind zu wählen. Also die, über die wir in unserer täglichen Arbeit Bericht erstatten. Das hat einen gewissen Charme und ich finde, das hat durchaus eine Bedeutung. Es ist ein schöner Award, schöne Veranstaltung. Welcher Ihrer sportlichen Journalistenkollegen würden Sie einen Preis verleihen? Ganz viele. Zuvörderst Bela Reti, der geht hier gerade vorbei, weil es für mich der beste Live-Kommentator ist im deutschen Fernsehen und der größte Fußballfachmann. Sie hatten ja auch die Live-Ponne moderiert während der WM. Wie sind Sie mit der Situation umgegangen? Ich hoffe gut. Also ich meine, das war natürlich eine schöne Situation. Ich war das letzte Lied in der Kette. Ich habe das letzte erfahren überhaupt, dass das Problem überhaupt besteht. Und hatte ungefähr 150 verschiedene Informationen auf dem Ohr und habe versucht gleichzeitig zu reden dazu. Insofern, das müssen andere beurteilen. Es war in Ordnung, glaube ich. Es war mehr als in Ordnung. Es war keine leichte Nummer. Ja. Und dann binnen einer Sekunde von Fernsehen auf Radio umzuschalten, ist schon eine große Leistung. Wenn Sie auf Ihre sportliche Karriere zurückblicken, worauf sind Sie besonders stolz? Ja gut, stolz bin ich natürlich auf den Olympiasieg oder generell auf das Olympiajahr 2008. Ich bin sehr stolz auf meinen Bruder, dass er nach 4-jähriger Pause zurückgekommen ist und dann unseren Traum erfüllt hat, dass wir beide Weltmeister sind. Darauf bin ich stolz. Ich glaube, es ist so dieses Hoch und Runter, dieses sich immer wieder berappeln und sich nicht einschüchtern lassen von Niederlagen, sondern es immer wieder probieren. Das habe ich immer wieder getan in meiner Karriere und ich glaube, das macht mich so am stolzesten. Ich habe sicherlich Leverkusen viel gegeben. Leverkusen hat mir auch einiges gegeben. Jetzt haben wir eine ganz neue Situation. Jetzt mache ich was anderes. Kochen, was man sprachen hat. Kocharena, Reisen, natürlich auch im Fußball, Kommentare schreiben. Besonders stolz bin ich darauf, dass ich meine Träume verwirklichen konnte. Dass ich eben eine gute Eiskunstläuferin sein konnte und auch eben im Schauspiel Fuß gefasst habe. Weil ich auf die WM-Titel, die ich gewonnen habe, vor allem in den letzten WM-Titel, weil wir da sehr viel für die Popularität des Handballs getan haben. Unter den ganzen Prominenten trafen wir auch Formel-1-Weltmeister Mika Häkkinen, der uns auf seine Charity-Aktion aufmerksam machte. Für ihn ist es einfach fantastisch in Hamburg. Sag mal, Elton, wo ist denn dein Anzug geblieben? Ich bin da noch gar nicht fertig. Ich wollte eigentlich nur hier runter und schon mal die Tischkarte holen, damit ich hier nachher nicht interviewt werde. aber da habt ihr mich jetzt ja doch erwischt. Ich bin noch nicht so ganz fertig. Und dann war es endlich soweit. Die Gewinner des Abends standen fest. Und das ist er, der Herbert Award. Herr Kahn, welche Bedeutung hat der Preis für Sie? Ja, ist natürlich schön. Ich meine, ich habe ja schon den ein oder anderen Preis bekommen dürfen im Laufe meiner Karriere. Und jetzt nicht für Fußball, sondern für die andere Seite, für die Kommentierung. Das ist natürlich schön und zeigt, dass das, was ich mache, vernünftig ist und dass ich es auch mit dem nötigen Ernst mache. Ansonsten sollte ich es bleiben lassen. Welche Bedeutung hat der Award für Sie? Eine große Bedeutung ist nämlich die Kernkompetenz der Experten. Das sind ja nicht nur Fußballer, die gewählt haben, sondern alle relevanten Leistungssportler Deutschlands. Und die mich zum zweiten Mal jetzt mit diesem Preis ausgezeichnet haben, das macht mich schon ein bisschen stolz. Natürlich sind die Experten die wichtigsten Leute neben unseren Zuschauern, die vor allem das Kerngeschäft machen. Aber insofern ist es eine große Bedeutung für mich. Welche Bedeutung hat der Preis jetzt für Sie, da Sie eine neue Karriere als Moderatorin anstreben? Er hat schon einen hohen Preis oder einen hohen Stellenwert natürlich, weil es einfach ganz besonders ist, wenn man seine sportliche Karriere beendet hat und dann was Neues anfängt, wenn man dafür geehrt wird und wenn man dafür ausgezeichnet wird, dann zeigt das, dass man einen guten Job macht. Ich bin ganz besonders stolz auf Preise, die nicht von Jurys oder Konsortien vergeben werden, sondern tatsächlich entweder vom Publikum oder in diesem Fall eben von Leistungssportlern. In welcher Kategorie habt ihr gewonnen? Wir haben unsere Preise in der Kategorie Beste Internetsportseite gewonnen. Welche Bedeutung hat der Preis für Sie? Eine relativ große Bedeutung, weil die Leute, die den Preis vergeben, sind Leute, die wirklich vom Fach sind. Das sind Sportler und die alle Leistungssportler. Und ich denke, wenn man sich mit Sportjournalismus auseinandersetzt, dann gibt es außer unser Publikum, das wir natürlich direkt ansprechen, kaum einen besseren Partner, der beurteilen kann, unsere Leistung. Und ich freue mich, dass das so eine Art Rückspiel ist eben zum Sportler des Jahres und dass wir da mit sportzdf.de gut abgeschnitten haben und auf dem Medaillenring sind. Das war der Herbert Award 2009. Auf Wiedersehen!